Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es heute mal wieder um Bildbearbeitung. Ich war am Sonntag mit einem Fotokollegen im Odenbacher, nee, auf der Odenbacher Kempe. Das ist in Düsseldorf, das ist so ein Wanderweg, wo wirklich viele Tiere sind. Und das jetzt auch schon um diese Zeit. Und da dachte ich mir, wir suchen uns jetzt mal ein Bild raus, was wir dann bearbeiten können. Und dann, ich habe da zwar schon einiges bearbeitet, aber wir werden da auf jeden Fall was finden. Deswegen schauen wir uns das einfach mal an. So, hier sind wir auf dem Desktop. Ich habe hier halt schon einige Bilder bearbeitet, aber ich würde sagen, wir nehmen uns hier nochmal so einen Silberreiher. Schon etwas überbelichtet gewesen. Ja, ich würde sagen, dieses Bild passt eigentlich ganz gut. Scharf ist es auch. So, und als allererstes werden wir hier uns ein Profil raussuchen. Mal schauen, ob wir eventuell das hier mal nehmen. Ja, damit retten wir auf jeden Fall die Überlichtung. Und dann würde ich sagen, gehen wir unseren ganz normalen Weg und werden das hier mal abarbeiten. So, hier müssen wir uns jetzt halt mal in Ruhe was raussuchen, was wirklich gut zum Bild passt. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. War warm. Also daher wäre das auch nicht verkehrt. Das hat eigentlich auch was. Ja, schön das Leuchten im Vordergrund und hinten dann ins Kühle. Ich glaube, das nehmen wir auch. So, Kroppen. Ich denke mal, Kroppen werde ich auch. Müssen wir mal schauen, inwiefern und wie weit. Ich glaube, das hier würde ich lieber weghaben wollen. So ungefähr. Ist das gerade? Ja, das sieht gut aus. Obwohl, gehen wir doch noch mal ein bisschen tiefer. Ist zwar jetzt nicht wirklich im Drittel, so wie ich es eigentlich gerne hätte, aber ich will halt hier das Gestrüpp da nicht unbedingt drin haben. Von daher müssen wir damit leben. So, dann werden wir das Motiv mal auswählen. Da hat er natürlich jetzt einiges mehr ausgewählt, als er soll. Deswegen werden wir hier mal das ein wenig rausmalen. Ups, jetzt haben wir ein bisschen übers Beinchen gemalt. Und das hier, obwohl, nee, das nehmen wir auch raus. Ja, ich hatte eigentlich vor zu filmen an dem Sonntag, aber wie das halt immer so ist, ja, man nimmt sich viel vor und macht es dann doch nicht. Ja, leider ist da halt nichts draus geworden. Oh, das passt eigentlich so weit.
Das ist in Ordnung. So, hier werden wir jetzt auf jeden Fall die Lichter mal ein bisschen runterziehen. Obwohl, wenn ich es zu weit mache, wird es schon... Geht es da schon runter? So würde ich sagen, wir werden die Tiefen aber noch mal ein bisschen anheben. So ungefähr. Im Ganzen geben wir auch ein bisschen mehr Kontrast. Und dann hätten wir das soweit erstmal. So, dann arbeiten wir uns weiter durch. So würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal. Das ist natürlich etwas wenig. Ja, so sind wir im grünen Bereich, sage ich mal. Dann etwas mehr Kontrast. So, die Highlights. Schauen wir mal, inwieweit wir die runterziehen. Würde sagen so. Mal gucken, die Schatten. Das reicht mir schon. Können wir noch einen? Nee, können wir nicht. Das ist schon zu viel. Was säuft denn da jetzt genau ab? Das ist nur hinten die Punkte. Das ist mir eigentlich egal. Da kann er ruhig ein bisschen absaufen. Das ist nicht ganz so tragisch. Ja, und jetzt kommen wir halt zu dem Teil, der halt immer recht schwierig ist, um da halt das Vernünftige rauszufinden. Ja, ich werde das nehmen. Irgendwie ist dann im Moment alles etwas langsam. Warum auch immer. So, das war am frühen Morgen. Und jetzt werden wir etwas sättigen, das Bild. Ja, das passt soweit. Und dann halt noch etwas Dynamik rein. So, als nächstes erstmal zoomen wir mal ran. Dann nehmen wir uns einen Pinsel. Diese Größe ungefähr. Und malen mal das Auge etwas aus und machen hier Iris verbessern. Dadurch ist das dann direkt schon mal wieder ein bisschen heller, das Auge, sticht das etwas mehr hervor. So, und jetzt werden wir den Hintergrund noch mal ein bisschen bearbeiten. So, da machen wir dann, wo ist es? Wo sind wir? Da sind wir. Subtrahieren, Objekt. Das hier mal alles so weit raus. Gucken, ob der das jetzt so grob erkennt. Oder ob der da vieles mit dazu klatscht. Da
Das sieht eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus. So, subtrahieren, machen wir nochmal Objekt. Machen wir das Ganze mal ein bisschen kleiner. Den hier soll er auf jeden Fall noch rausnehmen. Das nochmal und hier die Ecke. Reicht leider nicht ganz. Von daher müssen wir da nochmal von Hand anlegen. Ja, das müssen wir jetzt gleich natürlich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das ist jetzt erstmal nur grob und jetzt machen wir hinzufügen, Pinsel, gehen wir mal näher ran und machen den ein bisschen größer. Ups. Ja, diese Kantenerkennung funktioniert wunderbar, wie man sieht. Man muss hier einfach auch sauberer arbeiten, dann funktioniert das auch. Ich mache das jetzt halt alles ein bisschen auf die Schnelle. Weil ich muss gleich halt wieder arbeiten. Die Pause ist halt nicht allzu lang. Subtrahieren Pinsel. Weiß gar nicht, ist ja, ist das Bein so dick? Ja, eigentlich nicht. Naja, egal. Nicht ganz so tragisch. So, wir werden den Hintergrund etwas abdunkeln. Das Ganze dann ein wenig ins Blaue ziehen, würde ich sagen. So, dann, werden wir den auch noch mal ein bisschen unschärfer machen. Minus 80 und hier minus 50. Dann als nächstes nehmen wir uns mal einen linearen Verlauf. Wir werden den hier ungefähr so reinziehen. Ganze subtrahieren wir mit unserem Objekt und werden hier die Lichter noch mal ein bisschen runterziehen, damit er nicht ganz so stark überstrahlt. Ja, das sieht ganz gut aus soweit. Ich denke mal, so kann man es lassen. Obwohl mit dem Crop müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Das hier und das hier, ja, das gefällt mir natürlich nicht so. Kann man natürlich versuchen, mit Photoshop alles zu entfernen, was natürlich auch recht aufwendig ist. Ich
könnte sein Hochformat natürlich auch abändern. Wenn wir mal das ändern. Haben wir den ganzen Gestrüpp hier, haben wir das ganze Gestrüpp hier unten mit drinne. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ich würde sagen, wir lassen das so. Dann Rohr haben wir ja schon durchlaufen lassen. Schicken wir das jetzt nach Topaz. Und dann könnte man, wie gesagt, halt in Photoshop das noch bearbeiten. Bin mir da noch nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollen oder eher nicht. Weil das dauert natürlich auch dementsprechend. Gucken wir mal vorher. Nachher. Von der Schärfe reicht das eigentlich vollkommen. Können wir so lassen. Ja, ich werde gucken, dass ich beim nächsten Trip auf jeden Fall die Kamera mitnehmen werde und auch aktiv benutzen. Vielleicht kommt ja auch der Fotokollege noch mal mit, dass wir da vielleicht auch ein kleines Interview oder so machen können. Wir werden sehen. Wir schicken das jetzt noch nach Photoshop. Wer schreibt da wieder? Nichts Wichtiges. So, eine neue Ebene. Dann werden wir mal das Motiv erkennen lassen. So, richtig gut hat das natürlich nicht erkannt. Nehmen wir uns das Werkzeug hier. Wie heißt denn das hier nochmal? Ja, ihr seht es ja, Objekterkennungsdingensbums. Und dann werden wir uns hier mal ein paar Sachen noch hinzufügen. Das lassen wir da noch mit drin. Gucken, ob wir das hier irgendwie rausbekommen. Den nehmen wir noch mit. Mal schauen, was er jetzt hier erkennt. Wieso? Was ist jetzt los? Was war das denn gerade? Hat er den hier auch jetzt natürlich mitgenommen? Also irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Hallo? Den nimmt er hier dauernd mit. So, jetzt haben wir es raus. Werden wir das jetzt erstmal so abspeichern. Ich vergib da jetzt keine Namen mehr. Das ist alles viel zu viel Arbeit. Brauchen wir eigentlich nicht. So, und jetzt werden wir das hier etwas nacharbeiten. Mal gucken, haben wir alles. Werden wir das hier mal alles rausnehmen.
So, schauen uns das hier jetzt mal genauer an und werden jetzt hier das hier noch hinzufügen. Schauen wir mal. Bisschen was nacharbeiten hier. Und dann werden wir das mal ausgeben. So, den machen wir aus. Den wählen wir aus. Dann ziehen wir hier mal ein großes Kästchen drüber. Werden das inhaltsbasiert füllen. Und schauen wir mal, was wir dann dabei rauskriegen. So, die Markierung aufheben. Machen den hier mal an. Dann sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. So, hier weiß. Ein bisschen kleiner. Und arbeiten das jetzt halt nur ein bisschen nach. Wir haben da jetzt natürlich viele Äste rausgenommen. Schwarz. Den werden wir jetzt hier auch mal entfernen. Gehen mal näher ran. Den mal ein bisschen kleiner. Und dann müssen wir dann halt gleich mit dem Kopierstempel da noch ein bisschen nacharbeiten. Das nehmen wir auch weg. So, weiß. Ein bisschen kleiner. So, ich denke mal, das sieht schon ganz gut aus soweit. Dann nehmen wir uns den Kopierstempel. Gehen hier auf dieses Bild hier. Nehmen uns das hier als Quelle. Ja, das war jetzt ein bisschen schief. Also nochmal. Naja, ganz so sauber ist es nicht. Also jetzt so zum Zeigen reicht's auf jeden Fall. Ja, das ist schon zu hoch.
Ganz so sauber sieht's nicht aus. Gefallen tut's mir nicht wirklich. Mein Gott, ich bin heute aber auch sehr zittrig. Echt sagen. So, schwarz. Aha, macht doch hier nicht alles auf. Das wollen wir doch nicht. Ja, wenn man jetzt mit der Hand etwas ruhiger wäre, würde das natürlich auch wesentlich besser funktionieren. Aber ich denke mal, so kann man es lassen. Ach so, hier oben wollte ich das noch machen. So, dann wieder den Kopierstempel. Dann wählen wir uns dieses hier aus. Ach so, nee, halt. Hier müssen wir hin. So, ich denke, so kann man es lassen. Ja, also ganz so stark fällt es jetzt nicht mehr auf. Hier fällt es natürlich ein bisschen mehr auf. Plus, kann man das hier mal ein bisschen runterdrehen und dann hier. Keine Ahnung, was er da jetzt dauernd macht. Ich werde hier einfach noch mal ein bisschen was reinmalen. Ja, damit das halt ein bisschen realistischer aussieht. Und hier vielleicht doch noch mal leicht rüber gehen. So, dann noch mal 100%. Dann nehmen wir uns noch mal schwarz. Machen den Pinsel natürlich wieder kleiner. Und machen das hier, was nicht soll, hier mal raus.
Ich habe keine Ahnung, was der da jetzt dauernd immer aufruft. So, die Ecke machen wir hier auch weg. Sieht dann unrealistisch aus. Und hier die Stückchen nehmen wir hier auch raus. So, dann wäre ich hier in Photoshop fertig. Schicke das Ganze zurück, wenn er das dann mal machen würde. Speichern. Was Screen Recording? Was macht der hier alles für ein Dörres? So ein Quatsch. Ja, wie gesagt, haben wir das erledigt. Nach Topaz hatten wir schon geschickt. Also machen wir jetzt hier wieder ein leichtes Rauschen rein. Machen hier eine Vignette. Nicht zu stark. Gucken, ob wir hier vielleicht noch ein Profil haben, was passen könnte. Das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Das nehmen wir auch. Und dann würde ich sagen, ist das Bild fertig. Exportieren, wie vorher. Und dann gehen wir mal wieder nach oben. Ja, ihr habt gesehen, man kann doch einiges machen mit Photoshop. War jetzt natürlich nicht alles so sauber gearbeitet. Aber wenn man sich da natürlich mehr Zeit nimmt, kann man da echt gute Ergebnisse rauszaubern. Von daher schaut euch das gerne mal an. Ja, wenn ihr das Abo-Paket habt, dieses Fotobearbeitungspaket für 11,99 glaube ich, da habt ihr ja Photoshop auch mit drinne. Und da kann man schon einiges mitmachen. Ja, das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.